Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Ich bin der Meier LP und wir sind wieder am Start. Endlich, nach einer kurzen Zeit, mein Laptop war defekt, deswegen musste ich ihn reparieren lassen. Wir sind jetzt hier in GTA 5, Xbox 360 und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich so lebe in GTA 5. Und heute ist einfach nur mal wieder so ein Willkommen zurück, was auf euch zukommt, also was demnächst so passieren wird. Ja, also fangen wir erstmal an. Also ich habe hier ein bisschen, ja, was am Start. Natürlich Dubster, saugeiles Teil. Mit 6 Leuten ist das schon fett. Hier der Jester. Hier, das ist eine coole Geschichte mit diesem Sultan. Der ist ja eigentlich Chrom. Aber wie ihr seht, hat er auch einen Perleffekt auf dem Chrom drauf. Und wenn ihr nach oben guckt auf das Dach, ist da auch noch eine Perleffekt. Also habe ich 2 Perleffekte drauf. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Fragt mich nicht, ich habe keinen Plan. Hier haben wir den, wie heißt der nochmal? Der Warrener, genau, das ist der Skyline. Sieht auch ganz fett aus. Da natürlich den Thrust. Hier haben wir den Tailgater. Natürlich der Panto muss sein. Der geile kleine Flitzer. Dann haben wir hier noch den Huntley. Centorno, ganz klar. Und den Rhapsody. Ist auch ganz interessant. Ja, wie ihr seht, ich bin in der öffentlichen Lobby. Einfach mal so. Ja, und jetzt gehen wir raus, klauen das Auto, fahren gerade zur zweiten Garage. Denn ich habe 2 Apartments. Ja, ja, ich habe 2. Ja, Thema heute, wie gesagt, ich bin wieder zurück. Und ich freue mich so dermaßen drauf, dass ich endlich wieder aufnehmen kann. Und hoffentlich klappt das denn jetzt auch mit allem drum und dran. Denn die Aufnahmen waren bei mir defekt. Deswegen konnte ich da nicht viel machen. Ja, und deswegen ist das hier jetzt mal so ein kleines Infovideo. Einfach mal, um euch zu sagen, was jetzt auf euch zukommt. Oh, perfektes Auto. Das holen wir mal. Entschuldigung, die Dame. Und dann fahren wir jetzt mal rüber zur zweiten Garage, beziehungsweise zweitem Apartment. Ja, also was euch... Aua! Was auf euch zukommt... Hey, Infernus. Also auf jeden Fall, ich habe mir jetzt ein paar Spiele vorbestellt, die ich auch let's playen werde. Unter anderem, das erste, was jetzt sehr wahrscheinlich kommt, ist Diablo 3 für die Xbox One. Und das werde ich auch let's playen. Wenn es da Leute gibt, die eventuell dann zusammen was machen wollen in diesem Let's Play... Also wenn die zusammen das Let's Play durchmachen wollen, irgendwie ein kleines Team oder so zusammenstellen wollen, dann gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Dann tun wir das dann irgendwie zusammen machen, das geht ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann kommt, was jetzt muss ich mal überlegen, dann kommt noch Madden NFL 15. Das werden wir dann auch noch Let's Playen. Da werde ich dann so eine Karriere-Dings machen, so eine Art. Was haben wir denn noch? Ja, gute Frage. Gehen wir erstmal gerade die Garage hier durch. Ja, hier sehen wir das Motorrad. Jetzt muss ich überlegen. Pagasi und was? Ah, jetzt sehe ich es nicht. Barty, genau, die Barty war das. Ja, und hier haben wir diesen Blazer. Saugeiles Teil, saulustig. Ein Primo. Finde ich auch sehr nett. Ist so ein Pimpwagen. Ne, ein Dollarzeichen, sieht ganz nice aus. Dann natürlich den Buffalo S mit einem sehr schönen Perleffekt, finde ich. Dieses Blau und dann dieses heiße Pink. Sehr nice. Dann den Sentinel, natürlich Cabrio-Version. Ne, jeder deutsche Spieler muss natürlich den BMW eben in der Garage haben. Hier haben wir den Futo, genau. Den Futo. Was genau das für ein Auto jetzt sein soll, weiß ich jetzt nicht mehr. Ob das irgendwie ein Toyota oder so sein soll. Kann, sieht ein bisschen so aus. Dann natürlich den... vergessen. Phoenix. Sehr geiles Teil. Nur was ich manchmal nicht verstehe, ich habe ja überall fast die Perleffekte drauf. Das sind alles Mattlack mit Perleffekten drauf. Aber manchmal sieht man den Perleffekt auf dem Mattlack gar nicht, sondern auf dem auf der Sekundärfarbe. Und hier sieht man zum Beispiel sehr gut. Ne? Und hier natürlich Tornado. Der muss sein. Das ist auch einfach so ein Mafia-Auto. Ja, dieses Teil, Mesa... Das, was man von den Söldnern bekommt, habe ich auch da. Und unseren Sand King. Der muss natürlich auch da sein. Aber was ich jetzt mal gerade mache, bevor
Ich gehe mal gerade so in eine Party rein, bevor hier alles mit Sprachen im Hintergrund sind. Ja, komm, wir düsen mal jetzt mit dem Buffalo ein bisschen rum. Geiles Teil einfach. Das Ding ist einfach so fett. So doll. So geil. Ja, aber weiter im Text. Und zwar, also Madden NFL haben wir ja gesagt. Und ja, was noch? Was noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Madden NFL, Diablo 3, wie gesagt. Dann, was gibt's denn noch so an Spielen, die ich mir vorbestellt habe? Dann kommt der September. Da habe ich mir jetzt, lass mich mal überlegen, was habe ich mir da geholt? September, Destiny, ganz klar. Destiny werde ich auf jeden Fall suchten. Ich habe die Beta gespielt und das Game ist einfach der Oberburner. Das Game ist richtig fett gemacht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Destiny, ja, FIFA 15, ganz klar. Ich bin ein Fußballfreak und deswegen werde ich FIFA 15 auch wieder machen. Da kommt dann später zu noch, also da kommt dann später noch mal ein Video zu, welche Teams zur Auswahl stehen, mit welchem Team ich Karrieremodus machen soll. Dann kommen noch Ultimate Team Videos und so weiter. Und dann zum Schluss von September kommt noch Forza Horizon 2. Das werde ich natürlich auch dann Let's Playen. Also die Sachen kommen auf jeden Fall auf euch zu. Gucken wir mal, was der Typ hier im Polizeiauto macht. Rufen wir mal ganz laut. Miep, miep. Bitte nicht umbringen. Ich habe dir nichts getan. Verfolg ihn nur mal. Eieiei. Ja, Leck. Internetverbindung ist egal. Oh, der ist ein bisschen gecrashed. Sie reden ein bisschen kaputt, mein Freund. Shiz is Magic oder irgendwie sowas. Jetzt verfolgt er mich oder was? Wohin fährt er denn? Whee. Ja, also die Sachen kommen auf jeden Fall auf euch zu. Das hier ist jetzt nur so ein kleines Welcome Back Video. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Minecraft soll ja auch noch für die Xbox One bald rauskommen. Das werde ich dann auch wieder zocken. Vielleicht mache ich da auch noch so ein bisschen was. Wenn ihr Ideen habt, so was man alles machen könnte oder was ihr sehen wollt, auch bei GTA 5. Ich werde diese GTA 5 Serie ist jetzt nur immer so ab und zu mal zu ein paar wichtigen Themen oder so. Da werde ich dann zu ein paar wichtigen Themen oder Themen, die gerade in den Nachrichten oder sowas sind, immer so ein bisschen zu reden, vielleicht ein bisschen mit euch Abonnenten zusammen diskutieren. Ja, ansonsten scheinen wohl alle da unten am Flughafen zu sein oder so. Fahren wir mal ganz kurz vorbei und dann ist das Video auch schon fast zu Ende, denn das hier ist ja nur so ein kleines Video, Update-Video. Ich bin wieder da. Es kann wieder losgehen. Und dann, ja, eventuell kommt dann, ja, weiß ich nicht, was sonst noch kommen könnte. Mal gucken, was mir sonst noch so einfällt. Ah, ne, der will uns abknallen. Der will uns abknallen. Du Pimmel, ich hab dir doch gar nichts getan, Mann. Nee, 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 so geht das nicht hier, mein Freundchen. Das könnte man ganz schnell wieder ändern. Du Lappen. Du Lappen. Wo ist er hin? Ah, der wollte in mein Auto einsteigen. Stirb, du Sau. Guck mal, ich knall den noch die ganze Zeit ab. Ach, der hat diesen scheiß Mod drinne. Das ist so einer, siehst du, das sind so Kinder. Einfach so Kinder, die das Spiel nicht kennen und dann so einen Kack immer machen müssen. Ich mach mir jetzt so einen Mod rein, damit mich keiner killen kann, ey. Yo, der ist doch voll geil. Voll diese. Ich will schon gar nicht sagen, weil so Leute regen mich auf. Jetzt denkt der, dass. Ja, er hat das Spiel verlassen. Sehr gut. Perfektes Timing. Jetzt fahre ich nochmal zurück in die Garage und dann ist das Video auch schon rum. Auch was ihr noch machen könnt, ist. Unter dieses Video schreibt mal ein paar Fragen oder Themen, die ich im nächsten GTA 5 Video beantworten soll oder Themen, die ich besprechen soll. Meine Meinung zu verschiedenen Themen mal geben. Es würde mich mal sehr interessieren, was ihr
denn so für Themen oder für Fragen habt an mich. Denn dann, ja, hätten wir wenigstens mal ein bisschen was, was man hier in GTA 5 besprechen können. Macht dann immer so eine kleine Rundtour oder so, fahren ein bisschen durch die Gegend und besprecht diese Dinge. Das würde mich auf jeden Fall mal ein bisschen interessieren, was ihr da so hören wollt. Oder beziehungsweise was ihr auch in GTA 5 sehen wollt, wenn ich mal irgendwas machen soll. Ihr könnt mir auch verschiedene Challenges bieten, wo ihr dann sagt, so, heute in deinem Video machst du mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, mir fällt gerade nichts ein. Aber euch fällt bestimmt was ein, was ich dann machen kann. Einfach irgendwelche Challenges oder so könnt ihr mir auch geben. Oder ein Auto, wenn ihr ein Auto sehen wollt, was man, wie das komplett aufgemotzt ist oder so, könnt ihr auch das Auto reinschreiben, sag, hey, motzt das Auto mal auf, ich will das noch nicht kaufen oder so. Vielleicht kannst du mir da mal einen kleinen Geschmack von geben. So. Ja. Guck mal, das Auto steht immer noch da. So, wir sind jetzt wieder zurück in unserer schönen Garage. Und ja, meine Damen und Herren, liebe Abonnenten, das war jetzt wieder so ein Welcome Back. Wir sind wieder da. Jetzt kann die Party wieder losgehen, Mann. Ich freue mich schon so richtig. Hoffe, das klappt jetzt alles mit dem Sound und so weiter. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis